Hiho und willkommen zurück, meine lieben Aufbauspiel- und Zwergenfreunde zu Pioneers of Pagodia, unserem kleinen netten Let's Show hier. So, in der ersten Aufnahmesession haben wir den Grundstein für unsere kleine Siedlung gelegt. Mit allem Wichtigen, was wir brauchen. So grundsätzlich erstmal. Also die Nahrungsversorgung steht. Wir holen uns Steine. Und sonst auch alles andere. Jetzt werden wir erst einmal ein paar Holzspeere in Auftrag geben. So, da macht sich unser Arbeiter auch, machen sich unsere Holzschreiner auch gleich auch die Arbeit dafür. Wie man es schön sehen kann. Also Holz haben sie ja gelagert. Und sogar Wupp. Und die Speere kommen. Gut. Wir können ja mal gucken. Hier sind unsere ganzen handwerklichen Sachen. Ah, hier im Tailor Shop wird auch Rüstung hergestellt. Die wir allerdings nicht für unsere Wachen brauchen, sondern eher für andere Sachen. Also ja, ein Explorer braucht ein Backpack. Hier sehen wir übrigens, was die jeweiligen Arbeiter brauchen. Träger brauchen zum Glück gar nichts. Köche brauchen ein Messer. Also ja, Hunting Bow und Fishing Rod sind die einzigen beiden, die wir jetzt gerade ausgeblendet haben. Aber Schaufel, Hammer und so weiter, wir haben auch von allem noch genug. Und ja, wir wollen irgendwie gucken, dass wir in die Richtung hier expandieren, über die Berge drüber. Hier haben wir ja schon an das Territorium der Roten an expandiert. So, aber jetzt nochmal zurück. Nahrungsmittelzeug ist klar, Population ist eigentlich auch alles klar. Ja, hier sind jetzt neu hinzugekommen, was ich noch nicht kenne, ist die Minen. Also Kohlemine, Eisenmine, Nickelmine, okay. Silbermine und Goldmine. Ja, Kupfer gibt es zum Beispiel scheinbar nur über Land. Weil es nur eine Copper hat, gibt also keine Coppermine. Also die Huts bauen überirdisch ab, während die Minen unterirdisch abbauen, was die Geologen entdecken. Und man sieht auch, die Minen sind um einiges teurer. Die Hütten. Und ja, beim Processing waren wir halt beim Weber, der aus Flachs, was wir anbauen oder sammeln müssten, Sachen, Stoff und Roben macht. Der Tailor macht aus Leder eben Sachen, aus Leder, ja, und aus Metall und Stoff.
Der Schmelzer, den brauchen wir nachher, um Eisenbarren herzustellen. Dafür brauchen wir auch Kohle. Furnace macht aus Eisen und Nickel Stahl, okay. Und ja, da ist unsere Mint, unsere Prägerei. Ja, und den Rest kennen wir ja eigentlich alles. Irgendwann sollten wir mal ein Storage bauen. Aber gut, wir kümmern uns jetzt erst einmal darum, dass wir hier Kohle abbauen und hier oben, wo wir es entdeckt haben, auch wenn es wenig ist, hier Eisen. Dann bauen wir hier Eisen und Kohle ab am besten. Können wir durch die Sumpflandschaft bauen? Ja, können wir. Wir können nur nicht auf der Sumpflandschaft Gebäude bauen. Und das ist eine Kohlemine. Ich brauche eine Kohlehütte. Also ja, erstmal die Eisenhütte. Auch wenn das nicht viel Eisen hier ist, aber es sind immerhin 80 und wir brauchen nur 45 für die. Also reicht das erstmal. So. Die Kohle bauen wir direkt daneben. So. Gut. Dann sollten wir auch gucken, dass wir in der Gegend die Schmelze errichten. Die braucht zum Glück keine Zahnräder, anders als zum Beispiel der Weaver. Beides braucht zum Beispiel Zement. Gibt ja die höheren Gebäude, die Zement brauchen. So, unsere 10 Speere sind fertig und wurden bereits, glaube ich, eingeliefert, ja. Das heißt, wir machen mal 10 neue Soldaten. Und sagen mal, diesem Guard Tower, dass er seine Priorität in diese Richtung setzen soll. Damit wir hier oben, hier ist nämlich noch mehr Eisen, also freiliegendes Eisen und Kupfer und sogar Silber, dass wir das einnehmen können. Das heißt, wir werden, wenn wir hier über dem Berg sind, hier an der Stelle einen neuen Wachturm errichten. Ja, wahrscheinlich, weil wir noch nicht wirklich mit denen befreundet sind, können wir noch nicht mit ihnen handeln. Naja, Trade Offers gibt es ab 50%. Okay. Okay, die Rationen gehen uns leider auch langsam aus. Dafür haben wir allerdings genug Nahrungsmittel. Wir brauchen Fishing Rods, fällt mir gerade so auf. Dann machen wir 3 Stück. Wir haben nämlich nicht genug Fishing Rods für... Wir haben gar keine Fishing Rods, oder?
Doch, wir haben 3 Fishing Rods. Die sind aber... Nein, die sind nicht in Benutzung. Cannot hire, no guild hall available. Oh. Okay, das habe ich irgendwie verpennt oder nicht so richtig mitgekriegt. Wir brauchen tatsächlich... eine Guild Hall, um bestimmte Arbeiter auszubilden. Nur zu wissen. Dann errichtet mir mal eine Guild Hall. Und in der Zwischenzeit kümmern wir uns auch ein bisschen mehr um unsere Population. Wir können jetzt auch mal ein großes Haus bauen. Und hier setzen wir noch ein kleines hin. So. Unsere Wachen wurden ausgebildet und sind jetzt wahrscheinlich wieder an Bord des Schiffs. Ja, da sind 10 Wachen. Dann frage ich mich aber, wenn ich mich nicht verguckt habe... haben wir doch keine Sägewerkler an Bord gehabt. Wie haben wir dann Sawmillworker, wie haben wir da die überhaupt richtig hingekriegt? Egal. So, ich hoffe eigentlich mal, dass da in die Richtung expandiert wird, aber ich denke mal, wir haben hier einfach keinen Stein mehr. Deswegen werden wir hier mal, das können wir ausschalten. Na, dich disablen, das war falsch. Claiming active, genau, das müssen wir auf Pause setzen, nicht das ganze Gebäude. Jetzt werden hier wenigstens keine Steine mehr benutzt, sondern die Wachen patrouillieren nur noch. Genau, die Steine, die Grenzsteine werden abtransportiert zu dem Guard Tower. Da sollten wir aber auch gucken. Also hier ist Kohle. Neben der Kohle ist ein bisschen Kupfer. Sollten wir langsam mal uns um den Toolsmith bemühen. Können wir ruhig hier errichten.
Im Augenblick brauchen wir noch keine Tools eigentlich. Okay, Workers ordered by Building, tatsächlich. Die Werkzeuge werden hier gelagert und dann werden die Leute draus gemacht. Trade Carriers brauchen Backpacks, Builders brauchen Hammer. Construction Site Carrier brauchen auch Backpacks. Noch etwas, worum wir uns irgendwann mal kümmern müssten. Ah ja, ich will in dieses Gebiet hier.